Das ist Johannes Schlüter, der Hausmeister des Bundestags. Er ist nicht nur zuständig für Glühbirnen und Wasserhähne, sondern auch für Internetsicherheit. Trojaner, oh, Trojaner, oh, oh, oh. In Schlüters Amtszeit passierte die bisher größte Cyberattacke auf dem Bundestag. Herr Schlüter, haben Sie inzwischen rausfinden können, wer hinter diesem Hackerangriff steckt? Ja, fast. Also ich schreibe gerade eine Mail an die Russen. Sehr geehrter Herr Botschafter, hat Russland etwas mit dem Hackerangriff zu... Hallo? Ah, Herr Botschafter, ich wollte Ihnen gerade eine E-Mail schreiben. Ja? Russland hat nichts mit dem Hackerangriff zu tun. Das ist ja ein Zufall. Genau die Frage wollte ich Ihnen gerade stellen. Ja, tschüss. Damit Hackerangriffe künftig keinen Erfolg mehr haben, will Schlüter die Computertechnik im Bundestag auf den neuesten Stand bringen. Aber auch die Abgeordneten brauchen ein Update. Meister, ihr wolltet doch so einen Fortbildungskurs bei mir haben, ne? Worum soll's denn da gehen? Es geht einmal um IT-Sicherheit im Sinne von Safety. Ja, okay. Für euch mache ich das idiotensicher im Sinne von Idiot Safe. Dafür bin ich dankbar. Ja, da nicht für. Im Sinne von They're Not For. So, herzlich willkommen zu unserem Kurs Neuland für Anfänger. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal ins Internet. Ja, na bitte, wer sagt's denn? Hat doch nicht so lange gedauert, oder? Ja, ganz ehrlich, beim Thema Internetsicherheit hat die deutsche Politik doch jahrelang gepennt, oder? Nee, überhaupt nicht. Die Kanzlerin zum Beispiel ist meine beste Schülerin. Die interessiert sich total für Computer. Passen Sie mal auf. Angela, erklär uns doch mal bitte, wie kann man vertrauliche Daten sicher übertragen? Kleiner Tipp. Verschlüsselung? Ja, ist richtig, aber lass die Angela das mal sagen. Angela, fängt mit V an. Festnetz, Festnetz. Johannes Schlüter, ein Mann, macht die Bundestagscomputer sicher.